So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch. Ja, mal wieder so, ihr seht mich mal wieder. Sonst seht ihr ja immer nur meine Hände oder wie ich die Karten lege. Aber ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr auch alle wieder mit dabei seid. Ja, was ich jetzt machen möchte, ist einfach das Gewinnspiel, was ich ja aufgerufen hatte. Es haben auch einige mitgemacht. Die haben es dann auch immer dabei geschrieben. Und die Auslosung will ich jetzt eben machen für euch. Ich habe jetzt hier schon alle aufgeschrieben. Es waren jetzt, wenn das jetzt noch mehr gewesen wären, sage ich mal, dann hätte ich es mit dem Computer gemacht. Aber in dem Sinne habe ich die Namen alle aufgeschrieben, also die Usernamen eben auch. Mehr weiß ich ja teilweise nicht. Und dann fangen wir jetzt mal an, die vier Preise auszulosen. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung: Einmal war das ja für den vierten Platz. Den machen wir jetzt als erstes. Euren Anfangsbuchstaben oder eine Zahl könnt ihr auch euch aussuchen. Die habe ich ja selber gegossen, das habe ich euch ja schon erzählt. Und da mache ich euch einen Schlüsselanhänger von fertig und schicke euch den dann zu. Und damit fangen wir an. Und dann waren ja praktisch diese beiden Ketten noch mit dabei. Das ist Platz Nummer 3 mit dem schönen V da drauf in Blau. Und dann diese mit Perlmutt und echten Pflanzen praktisch drin oder Blüten drin für den zweiten Platz. Und der erste Platz ist ja dann die 30-Minuten-Legung, die ihr gewinnen könnt. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal den Kelch und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück dabei. Liebes Universum, ich möchte bitte einmal die Gewinner haben von meiner Verlosung, die ich gemacht habe. Und zwar einmal für den vierten Platz. Und ihr auch seht, dass ich. So, dann gucken wir mal, wer hat denn hier? Ich habe hier einmal. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt lesen kann. Ich habe es handschriftlich aufgeschrieben. Und zwar ist das User-HB. 3MY5 LE9X. Du darfst dir einen Buchstaben aussuchen oder einen Anhänger, einen Schlüsselanhänger mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Gut, dann schreiten wir fort. Ich will euch ja gar nicht so lange aufhalten. Und zwar Platz Nummer 3 für die schöne Halskette mit dem V. Da haben wir sie. So, zeige ich euch die wieder. Das ist User at Raven-1984. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Schreibt mich bitte immer alle an auf meine E-Mail-Adresse. Die ist bei YouTube hinterlegt. Mit eurer Adresse natürlich. Wie gesagt, wenn ihr im Ausland seid, bedenkt bitte daran, dass ihr dann die Versandkosten innerhalb Deutschland übernehme ich sie. Aber außerhalb, das wird dann einfach zu teuer. Und jetzt ziehen wir mal Platz Nummer 3 für die schöne Perlmutt-Halskette. So, und das ist Ed Francis Copicciuto 4244. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe die nachher auch nochmal, blende sie dann auch nochmal alle mit ein, die einzelnen Plätze. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Wer hat die 30-Minuten-Legung gewonnen? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Liebes Universum, gib mir bitte das Los für die 30-Minuten-Legung. Und da habe ich sie. Haha, ta-da-da-ta. Ja, Ed Hongshen User, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Hongshen, Ed Hongshen hat die 30-Minuten-Legung gewonnen. Mein allerherzlichsten Glückwunsch. Ja, du schreibst mich bitte auch per E-Mail an und sagst mir, ja, was dich momentan beschäftigt, was du gerne wissen möchtest. Darf also, wie gesagt, nicht mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen. Ich kann das Video hochladen, sodass nur du es sehen kannst. Da werden wir uns aber dann nochmal kurz schließen. Ja, meine Lieben, dann
Mein allerherzlichsten Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. Schreibt mir eure Adressen bitte oder schreibt mich eben entsprechend an. Die Namen blende ich jetzt hier auch gleich nochmal alle ein. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Dann natürlich wie üblich mit den Kartenlegungen und zwar für den Monat Oktober. Oktober, meine Lieben, haben wir es schon wieder. Es ist nicht Wahnsinn. Der Sommer ging so schnell rum. Es ist so viel passiert, so viel innere Arbeit, also auch bei mir. Um das nochmal abschließend hier zu sagen, also es ist jetzt aber eine etwas ruhigere Energie. Der Merkur ist jetzt wieder vorläufig und es war ein bisschen viel Chaos und ein bisschen viel Durcheinander. Jetzt heißt es wieder so ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, es eben auch zu genießen. Ich bin ganz mega gespannt auf eure Legung und ja, meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. So, hallo meine Löwen und Löwe-Aszendenten. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, ich bin hier schon voll im Gange bei euch für den Oktober und hole mir jetzt noch mal gerade die restlichen Informationen, was muss ich hier noch wissen. Das ist gut. Auch bei euch steht ein Wandel hier an, meine Lieben. So, also, ihr sollt jetzt aufblühen und erstrahlen. Das ist eure Hauptenergie. Dazu ist natürlich noch ein bisschen Arbeit nötig. Ne? Aufblühen, erstrahlen, irgendetwas wendet sich jetzt zum Positiven. Hier geht es aber auch um Macht, Machtgebrauch, wie man damit umgeht. Wie seid ihr bis jetzt damit umgegangen? Integre Machtgebrauch, Kronenspiele. Verantwortlichkeit, Rechenschaft ablegen, Machtspielchen, klug damit vor allen Dingen umgehen mit der Macht. Und der weise Umgang ist damit gefragt. Schattenthemen, die hier noch bearbeitet werden soll. Du sollst dich deinen Schatten mutig stellen. Und deine Seele wird sich entfalten. Also irgendeine ganz bestimmte Sache. Es kann hier auch etwas mit zu tun haben. Meine lieben Löwen. Ja, was ihr bis jetzt ignoriert habt. Also irgendwas kommt hier nochmal hoch. Krafttier für nächsten Monat ist für euch der Hund. Treue Schutz. Du bist allerorts wunderbar geborgen, beschützt und behütet. Und von den Engeln soll ich dir sagen, nimm die Zeichen wahr. Ja, die Zeichen, die du empfangen hast, sind vom Himmel gesandt. Wir verstreuen Federn, Münzen und andere Zeichen auf deinem Weg, gerade Engelszahlen, ne? Immer wiederkehrende, um dich daran zu erinnern, dass du zutiefst geliebt wirst und nie alleine bist. Worum geht es hier? Wir haben als große Arkana, geht es ganz viel um Ängste hindurchzugehen, der Mond, ne? Träume, sich seinen Gefühlen zu stellen und auf den Weg zu machen, vielleicht auch Albträume, Engpass, man soll ein bisschen mehr auf seine Intuition achten, beziehungsweise darauf hören, es sind so unsichere Zeiten, man fühlt sich unsicher, das hat, weil ich habe hier ganz viele Schwertenergie, prüfen, kluge und sachliche Entscheidungen, also der König der Schwerter ist ja sehr, ein sehr sachlicher Typ, sag ich mal, verantwortungsbewusst, entschlossen zu handeln. Wir haben hier äußere Verbote und Beschränkungen, wo ihr mit zu tun habt. Entweder legt ihr euch die selber auf oder ihr seid dem unterworfen, irgendetwas auf jeden Fall. Unruhige Zeiten, jemand rauscht rein, macht Chaos, Aufforderung zur Pause, innere Sammlung, Rückzug. Also hier muss drüber nachgedacht werden. Das kann auch hiermit was zu tun haben hier. Irgendetwas mit Macht. Entweder wird sie von euch ausgeübt oder jemand übt sie mit euch aus.
also gegen euch. Damit muss man lernen, umzugehen oder dann auch entsprechende Entscheidungen, Machtspielchen, wer ist hier der Bessere, ne? Dieses angestachelt werden, ja, kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall ist hier das nicht im Gleichgewicht, hier handelt es sich um irgendeine Benachteiligung. Für irgendetwas ist nicht ausgewogen, sondern hängt hier irgendwie schief. Und es ist im Leben auch sichtbar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr nichts davon wisst. Ne? Und hier geht es jetzt darum, einen Neuanfang zu machen. Mutig und unternehmungslustig, selbstbewusst, sich der Herausforderung zu stellen, durch seine Ängste hindurchzugehen, Rückschau zu betreiben, sich über das, was man bis jetzt erreicht hat, auch zu freuen, damit das nämlich hier aufblühen kann. Und hier steht ein Neuanfang an. Sich Mut zu haben, sich zu stellen, es ist in die Hand zu nehmen, es öffentlich zu machen. Also nicht Geheimniskrämerei, sondern ja, es anzusprechen, es öffentlich zu machen. Ne? Es kann auch sein, dass es um ein ganz bestimmtes Objekt geht. Hobby, keine Ahnung, weswegen diese Machtverhältnisse hier irgendwie aus dem Lot geraten sind. Es hat mit irgendeinem Objekt zu tun. Und also kann mit einem Objekt zu tun haben. Wohlgemerkt, ich hole nochmal eben die Sanssouci Cards dazu. Kannst du mir jetzt hierzu bitte noch was sagen? Leben im Hier und Jetzt, genießen aus, keine Zeit verschwenden, nicht nur reden, sondern auch machen, Bewusstseinserweiterung, das Glück festhalten. Interessant. Krake der Unterwelt, die letzte große Hürde vorm Paradies, das letzte Gefecht, den Endgegner besiegen, das Ziel ist zum Greifen nah, der Bestimmung mit Zielstrebigkeit. Was das jetzt mit diesem Objekt zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Objekt der Begierde, das kann Job sein, das kann Geld sein, mehr Geld im Job zu verdienen, Glück zu haben, ein bestimmtes Ziel, müsst ihr, das kann ich schlecht noch weiter eingrenzen hier, aber es ist kurz davor, sag ich mal, zu schaffen, weil ihr sollt hier in diese Energie wieder reinkommen. Ich will mich jetzt hier auch nicht wiederholen. Ich glaube, ich habe hier auch alles gesagt. Kriege ich jetzt hier noch irgendwas rein? Nee. Ihr müsst euch dieser Sache hier stellen. Es ist sehr viel Schwertenergie und das hat etwas mit Macht zu tun. Mit Macht ausüben, besser zu sein als der andere oder der andere versucht es, besser zu sein wie ihr. Vielleicht geht es um einen Posten, es kann alles sowas sein, auch arbeitstechnisch oder eben auch zu Hause. Obwohl zu Hause, nee, sehe ich hier nicht. Klärt mich mal bitte in den Kommentaren darüber auf, was das hier ist. Wenn ich das nicht veröffentlichen soll, dann sagt mir das Bescheid, dann mache ich das auch nicht. Aber mich würde das mal hier interessieren, weil hier ist so ein Stillstand drinne. Man soll hier aufhören zu kämpfen. Man soll kluge und sachliche Entscheidungen treffen hier. Ne? Dieses bis jetzt war man eingeschränkt, hat nichts gesagt, hat sich bestimmte selber Bürden aufgelegt. Aber es ist jemand da, der hier frostig ist, der hier meint, Machtkampf austragen zu müssen. Ihr versteht, was ich meine. Aber ihr werdet hier Glück haben. Ich glaube, dass das hier eine berufliche Geschichte ist, die hier einfach beendet wird jetzt. Und ihr sucht jetzt momentan noch nach Lösungen, sage ich mal, um diesen Berg hier zu umrunden, drücken wir es mal so aus. Aber ihr werdet Glück haben, hier kommt wieder ein bisschen Ruhe und es wird sich da was zeigen. Eine glückliche Fügung, irgendwie sowas. Und das finde ich natürlich super, also das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und nimmt vor allen Dingen die Zeichen wahr, schaut ganz genau hin, dass es hier sichtbar im Leben wird. Es wird definitiv sichtbar, damit diese Benachteiligung, die jetzt stattfindet, aufhört. Meine lieben Löwen, ich wünsche euch, dass sich dieses Problem hier auflöst und ihr wieder in eure eigene Energie reinkommt. Bedanke mich bei euch und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!